So, nachdem wir beim letzten Mal die Challenge geschafft haben, geht's jetzt in einen normalen Run wieder. Ich werde nicht Eden nehmen, weil der braucht Token. Dadurch, dass er zwei Random, ich glaube, es sind nur zwei Random Items immer bekommt. Und Random Stats, ist das auch gut so, weil sonst würde man einfach so lange restarten mit dem, bis man eine gute Item-Kombination hat. Und das würde ja den Sinn ganz verfälschen. Deswegen werden wir einen Run mit Lazarus machen. Ja, das habe ich noch nicht freigeschaltet, stimmt's? Mal sehen, ob ich mich auf mein Glück verlassen kann. Mit so einem Scheiß geht schon mal los. Der sammelt Münzen ein und gibt mir zwischendurch Items. Also könnte gut sein, muss aber nicht. Das geht zum Händler und was haben wir da? Puberty, also nichts Tragisches. Okay. Nur wenn ich jetzt nicht schnell genug die Münzen einsammle, dann sammelt er sie ein und ja. Was hat Lazarus noch für Items? Gar nichts. Er hat einfach ein Leben mehr. Und wie ihr gerade gesehen habt, hat er die Münze eingesammelt. Ja. Ich weiß nicht alle, wie viele Münzen ihr mir was gibt, ob er auch Items mir geben kann. Weil darauf habe ich es noch nie angelegt. Was? Das nehmen wir schon eher, aber ich will trotzdem mal schauen, was der hier im Angebot hätte. Naja. Gut. Weil damit komme ich automatisch in den Itemraum, deswegen ist die Karte besser. So. Oh, das war unnötig und das war noch viel unnötiger. Und ein Schlüssel, das ist schon mal gut. Stirb, Spinne, Bombe. Damit laufe ich jetzt zurück zu dem blauen Stein. Der hier war, stimmt's? Ja, gut. Und kriegt zwei blaue Herzen. Das gefällt mir doch schon. Dann müsste ich aber auch gleich beim Boss sein. Sag ich ja. Und wen kriegen wir? Duke of Flies. Okay, der ist nur nervig, wenn er übertrieben viele Fliegen spawnen. Weil ich ihn dann nicht selber direkt treffe, so häufig, sondern eher die Fliegen. Und ja. Das war doof. Also ich mache jetzt aber auch nicht den übertriebenen Damage. Als dass ich ihn schnell töten würde. Vor allen Dingen die Fliegen nicht. So. Er ist tot, fehlen nur noch die hässlichen Fliegen. Speed und Range Up. Ja. Besser als nichts. Was haben wir? Ach, da komme ich ja gar nicht rein. Da komme ich ja nur rein, wenn ich maximal ein rotes Herz habe, wenn ich nicht irre. Oh, jetzt eine Bombe wäre nicht schlecht. Damit ich den Stein kaputt machen kann. Stirb doch! Ach, wir können ja auch einfach in den Itemraum gehen. So. Also ich bin schneller geworden und ich glaube, wenn Gegner meine Hörner berühren, dann kriegen sie auch Schaden oder so ähnlich. Also irgendwie so ähnlich war das. Ich weiß nur nicht inwiefern und überhaupt das funktioniert mit den gegen die Hörner kommen. Aber gut. Das habe ich echt noch nie herausgefunden, weil ich das Item zu selten hatte bis jetzt. Stirb doch. Meine Münze. Und weiter. Na gut, da ist nichts. Ich hätte nur gerne eine Bombe. Wenn nicht, hoffe ich, dass ich im Shop eine bekomme. Wenn ich sie nicht irgendwo noch finde.
So. Aber wir werden sehen, ob ich sie noch so finde oder nicht. Ja, los. Boah. Dass sie sich immer so random bewegen. Jetzt brauche ich schon zwei Steine. Am besten. Natürlich hat mich das noch getroffen. Die haben sich selbst umgelegt. Das können die da unten auch machen. Ich mache einfach zu wenig Schaden, dass ich die schnell töte. Stirb. Und du auch. Oh, zwei von denen. Ja. Keine Bombe. Das gefällt mir nicht. Aber hier haben wir eine. Welcher Stein wäre denn jetzt schlauer? Ich glaube, ich nehme den. Und hoffe, dass ich vielleicht beim Boss irgendwie eine Bombe bekomme. Gibt ja Items, die Bomben geben. Die man sogar beim Boss bekommen kann. Wie Matchbook. Streichhölzer. Schachtel, ähnliches Ding. Also, nicht Streichholzschachtel, sondern irgendwie das, wo man aufklappt, dann hat man irgendwie so 5, 6 Streichhölzer. Falls ihr das kennt, also. Ich weiß nicht, ob ihr das Item schon einmal hatte in dem Mann. Hier in dem Videos. Auf jeden Fall, das würde mir Bomben geben. Ansonsten gibt's doch die Box. Und ja. Das hilft doch. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Oh, ein blaues Herz. Aber Damage und Range Up, das ist auch gut. Sister Maggie will ich jetzt nicht so. Heißt, wir waren überall, also eine Ebene tiefer. In den Stachelraum will ich jetzt nicht. In den gehe ich sonst sehr gerne rein. Wegen der Chance, dass er Teufels-Items haben kann. Also ganz nett eigentlich. Schauen wir mal. Fünferwürfel. Ich glaube, das war Ebene rerollen. Heißt, ich würde Caves doppelt machen. Heißt, doppelt so viele Items. Was an sich nicht schlecht ist, aber meine Zeit für den Boss-Wash, dass ich den bekomme, drücken würde. Aber hey, dafür mehr Items. Falls ich überhaupt noch einen Schlüssel finde. Mom's Contact, das ist schon mal gut. Jetzt sterben. Der Raum gefällt mir nicht so. Ah, natürlich. Den Schlüssel hätte ich gern noch. Ich werde die Ebene trotzdem resetten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das war. So. Schlüssel. Gut. Boss besiegen. Scheiß wie anders voll. Also tendenziell dürfte ich dann sogar die Chance auf noch mehr Teufels- bis Gottesräume haben. Was an sich gar nicht mal so schlecht ist. Ach, jetzt könnt ihr euch das demonstrieren, dass man da keinen Schaden nimmt. Ja, wenn man nicht jetzt gerade durch die Scheiße getroffen wird. Aber die Kotze macht echt überhaupt keinen Schaden. Boah. Sein Hochgehüpfe nervt. Stirb.
stirb schneller. Geht doch. Ledge Key gibt mir sogar noch zwei Schlüssel und wir laufen jetzt zum Linksraum, wie gesagt, zum Würfelraum. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben ein Resetten war. Tada! Heißt, wir haben noch mal eine Ebene. Also, oh, wenn die sich nicht so komisch bewegen würden, Bosswasch wird höchstwahrscheinlich dann jetzt eh nichts. Aber wenn ich irgendein OP-Item bekomme, dürfte es auch was werden. Wenn ich dann einfach durchrenne. Ach, ich habe die Blutspur vergessen. Das war dumm. Schade nur, dass ich keinen Teufelsraum bekommen habe gerade eben. Das wäre so gut gewesen. Aber man kann eben nicht alles haben. So. Dry Baby, das hatten wir ja beim letzten Mal. Oder hatten wir das in der Challenge? In einem von beiden hatten wir das. Auf jeden Fall. Hier ist er nicht, der Boss. Den Schlüssel nehmen wir mit. Da ist der Boss. So, auf zum Boss. Hier kriege ich auf jeden Fall ein Space-Item. Das steht schon mal fest. Hier kriegt man immer ein Space-Item. Da ist der Effekt von Dry Baby, den ich ja erwähnt hatte. Ja. Wenn er jetzt hier nicht alles mit Blut voll malen würde. Leider kein Teufelsraum, aber wir können fliegen. Heißt, ich werde schnell noch die Kiste hier öffnen, Bomben bekommen und dann geht's weiter. So. Und da kam wieder der Effekt. Wieso kam der in der einen Folge gar nicht und hier kommt er jetzt zum dritten Mal? Obwohl das Dry Baby da auch ein paar Mal getroffen wurde? Fragen über Fragen. Zu denen keiner eine Antwort hat. Obwohl. Ich weiß nicht, wie häufig der Effekt überhaupt passiert. Ja, jetzt kommt er wieder automatisch. Es ist sehr komisch. Stirb. Du auch. Und oh, Scheiße. Eigentlich wollte ich da nicht reinrennen. Leider gibt es hier keine Tränen, die das Dry Baby treffen könnten. Sonst wäre der Raum schnell vorbei. Zwölf Minuten. Wenn ich jetzt nicht viel zu sehr trödel, könnte ich sogar einen Boss Rush schaffen. Aber ich will den Itemraum wenigstens haben. Oh. Und so wird das nichts. Kiste. Are you a wizard? Boah, echt jetzt? Hier legen wir eine Bombe. Das war sehr gut. Ja. Das ist einfach eine Scheiß. Challenge ab! Ah nein! 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 Ja. So wird das auf jeden Fall nichts. Wofür habe ich das Herz jetzt? Puberty. Nee. Boah. Ich stirb einfach. In dem Feuer. Ohne mich zu treffen.
Wo ist denn der scheiß Item? Ich mache echt jeden verdammten Raum. Und das sehr ungewollt. Echt, ich habe jeden Raum gemacht. Echt jetzt? Ich fühle mich verarscht. Ja, was haben wir hier? Greed sogar noch. Boah, echt jetzt? Ach stimmt, er sammelt natürlich alles ein. Der Pisser. Nein, hör doch auf! Damit kann man sehen, wo der Geheimraum ist, glaube ich sogar auch. Ja. Schnell da rein. Bosswasch wird jetzt eh nichts mehr. Jetzt hör doch auf! Ah gut, wenn du mir ein blaues Herz gibst, okay, aber ansonsten, nö. Hier dürfte der Ding sein, ja. Schwarzes Herz nehmen wir mit und schnell zum Boss. Oh, und dann noch Gerdy, ey, der so ewig braucht. Macht zu wenig Damage. Na. Ja, in 5 Minuten schaffe ich keine 2 Ebenen. Oh, ich kriege jetzt Brimstone. Dann könnte das was werden. Alter, da ist das Matchbook. Boah, und dann auch so ein Scheiß. Echt jetzt? Echt jetzt? Warum ist er sich da reingelaufen? Stirb. Stirb. Ich mag den kleinen Geist nicht. Pretty Fly, das ist gut. Boah, ist auch noch super Greed. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So. Hanged Man brauche ich nicht. Was gibst du mir? Eine Bombe. Meine Hassgegner mitunter. Oh. Danke. Stirb, 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 stirb. Bombe. Leider kein blaues. Ich krieg so viel unnötigen Schaden. Das ist unglaublich. Den Itemraum. Boah. So wird das noch weniger was mit dem Bosswasch. Selbst wenn ich mich beeile. Geht sterben. Natürlich kriege ich Schaden. Boah. Weißes Herz. Gut, nehmen wir mit. Den kann ich schon vergessen. Den Bosswasch. Erst recht mit solchen Gegnern. Dass man nicht mal kurzzeitig unverwundbar ist, wenn man gecharged hat.
Oh, fick dich doch, ey. Ich verliere mein weißes Herz noch. Ich verliere mein weißes Herz noch. Ich bin ja jetzt todernst. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Bombe. Kein blaues. Boah, überhaupt nichts Gutes. Obwohl, wenn wir eh die Zeit haben, können wir auch gucken, ob das gute Pillen sind. Bombsack hier. Naja. Naja. Pretty Fly ist das einzig Gute. Wow. Stirb, 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 stirb. Schlüssel. Rein. Oh, dann so ein scheiß Gegner. Echt jetzt? Also, wenn ich mein weißes Herz behalten sollte, feiere ich das. Ja, das war jetzt... Ich hätte sogar behalten, wenn ich nicht da reingerannt wäre. Warum hat das blaue Herz... Ich bin dreimal gegengerannt oder so. Oh, ey, echt jetzt, Spiel. Lucky Rock. Okay. Ich spiel aber auch gerade total scheiße. Muss man mal so sagen. Ja. Stirb. Ach, ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Stirb. Herz. Der kann mir sogar helfen, weil alle goldenen Kisten werden zu schwarz, wenn ich den besiege. Wegen Left Hand. Also eigentlich sollte er sie droppen. Gut. Und dadurch könnte ich blaue Herzen, Teufelsitems bekommen. Nee, das brauche ich nicht. Ich kann fliegen. Also das würde bringen, dass ich über Stacheln laufen kann. Ohne Schaden zu nehmen. Falls denn wann überhaupt was wird. Boah. Der ist so... Ich bin nur am Failen hier. Ist unglaublich. Spenden wir mal. Hoffen wir auf viele blaue Herzen. Was wohl nicht so sein wird. Ja. Zwei. Und die Kristallkugel. Oh Gott. Schlüssel verdoppeln und das nehmen wir mit. Der Itemraum ist ja sehr weit unten. Also schlimmer hätte es nicht sein können damit. Würde ich behaupten. Also da wird man jetzt halt locker drüber liegen. Sehr weit drüber. Ja. Warum ist man danach nicht kurz unbesiegbar? Ey? Das ist so fies. So, stirb, stirb, stirb. Du auch. Und du auch. Und noch ein Schab.
Ich hoffe auf ein gutes Item jetzt. Obwohl, sollte ich überhaupt hoffen? Erstmal schon mal da. Haben natürlich nicht genug Münzen. Echt jetzt? Spelunker und X-Ray? Das ist wirklich unnötig. Im gleichen Run diese beiden Items zu bekommen. Also ich find's unnötig. Sagen wir es mal so. Meine Münzen, die will ich dem spenden. Gib mir was Gutes an Items. HP ab. Und du gibst mir jetzt bitte auch ein gutes Item. Das ist gut. Das ist wirklich gut. 3 schwarze Herzen. Aber ich werde jetzt auch schnell das rote Herz von unten holen. So. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt auch nur einen Teufelsraum bekomme, ist auf jeden Fall sehr gestiegen. Durch Sinn ab. Müsste das gestiegen sein. Falls ich überhaupt mal so einen Raum bekomme noch. Hat ja einen mit Sister Maggie und das war jetzt nicht der tollste, den man sich hätte wünschen können. Boah. Hier in die Richtung. Danke. Stirb. Danke. Noch ein schwarzes Herz. Und zum Mann. Oh Gott. Das war nicht so geil. Ah. Verdammt. Ey. Ich laufe aber auch jedes Mal gekonnt da rein. Das ist schon eine Kunst. Wow. Ey. So schlecht. Und ich kriege einen Gottesraum. Mit so einem Scheiß-Item. Also, soweit ich das weiß, man drückt Leertaste und ist, während man Leertaste drückt und die Aufladung runtergehen, unbesiegbar. Und danach, wenn man noch länger die Luft anhält, stirbt man. Aber es ist Luft anhalten, im Grunde nur. Und das ist sehr unnötig. Also, in meinen Augen ist es das dümmste Item überhaupt. Mitunter. Wüsste nicht, was jetzt noch schlimmer wäre. Aber das gibt's auch bestimmt. Stirb, Loki. Kommt danach überhaupt noch ein Boss in dem Raum? Ich weiß nur eins. Ich werde die Katze nicht nehmen. Außer ich kriege 2 Guppy-Items. Im Teufelsraum, falls ich einen bekomme. In der Ebene. Okay, noch ein Schab. Wow. Das halbe Herz nehmen wir trotzdem. Und weiter. Wow. Stirb, du auch und du auch. Speeddown
und Pretty Fly. Okay. Okay, da haben wir schon mal ein Guppy-Item. Ich hasse diese Räume. Man kommt rein und kriegt instant Schaden im Grunde, weil man denkt, okay, ich kann laufen. Ist ja nichts dabei. Und dann ist da diese rote Scheiße. Also einen Teufelsraum dürfte ich nicht bekommen. Außer ich habe zu viel Glück. Also eigentlich dürfte ich keinen bekommen. Ich brauche ja nur ein Guppy-Item da drin. Explosive Area. Ah! Und? Weg mit dir. Ah, hier ist der super Geheimraum, das ist gut. Den wollte ich noch finden. Wegen HP oder was der nicht bringen kann. Das Dümmste wäre natürlich jetzt einer mit einer Wahrsagermaschine. Weil die kann ich nicht gebrauchen. Ach, hier ist er nicht mal. Ich wurde getäuscht. Geistig behindert. Dann müsste der... Dann ist er hier auch nicht? What? Also, bis zu dem Punkt, wo er nicht neben dem Bossraum ist. Ich bin so lernresistent, was den Raum angeht. Nein. Also wer direkt beim Raum daneben ist, okay, ich verstehe es. Ist am nächsten dran und alles. Aber wenn er weiter weg ist als der nächste Raum, der eigentlich den haben müsste, verstehe ich es nicht. Wovon ist es noch abhängig? Der Raum gefällt mir. Genau so einen wollte ich. Fuck, ich bin falsch abgebogen. Einmal falsch abgebogen. So. Da, hier, Boss. Leichter Boss. Sehr leichter Boss. Oh, das war sogar richtig gut. So. Du auch. Stirb, stirb. Es war so klar, dass ich keinen Raum bekomme, wie gesagt. The Moon? Nee. Also tiefer. Empress brauche ich jetzt für das Herz. Das ist sehr wichtig. Dass ich das für das Herz habe. Wegen mehr Schaden. Explosive Diarrhea und Speed Down. Beides für ein Po. Besonders Diarrhea. Okay. Ich sollte diese ganz schlechten Witze mal lassen. Also das ist so verlockend. Solange es nicht der Uneben-Witz ist aus Tomb Raider 4. Ich glaube, das ist der schlechteste Witz, den ich je gebracht habe. Ich glaube, in den ersten 5 Parts müsste es vorkommen. Falls wer daran interessiert ist.
Stirb. 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 Tod, tot, tot. Nochmal der hier. Okay. Wenn er meint. Stirb, stirb. Stirb, 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 stirb. So, jetzt noch der da oben. Ich hätte nur gerne einen Bosswasch gehabt, aber nein. Ich habe ja nur so... naja, Items bekommen, mehr oder weniger. Das einzig Gute war das mit... Short Range Dingenskirchen. Ich weiß nicht, wie genau das Item dafür heißt. Ey, das ist ein Scheißraum. Professor Key. Nein. Wo, echt jetzt? Ich werde verkacken. Ich sehe das doch kommen. Das ist nur, weil ich so viel unnötigen Schaden nehme. Stirb. Gib mir ein Herz. Oh, ein blaues, oder? Ich wollte eigentlich ein rotes, aber gut. The Lovers. Oh, das ist gut. Du hast deinen Job getan. Schlüssel. Gib mir noch ein blaues Herz. Oh Gott. Ach, ich kann fliegen. 10 Ebene Feuer gebraucht, ihr Pisser. Ich wollte das eigentlich mitnehmen. Das könnte meine Lebensversicherung sein. Weil jedes Mal, wenn ich das einsetze, kriege ich für ein rotes 3 blaue Herzen. Bis für einen Herzcontainer, um genau zu sein, sogar. Also der Container kann sogar leer sein. Also ich glaube, mit dem Item habe ich jetzt gewonnen. Mitunter. Hätte natürlich besser sein können, aber gut. Stirb einfach, du Herz. Ja, schneller pumpen bringt dir auch nichts. Dann kommt einfach der Freeze-Effekt und du machst einfach gar nichts mehr. So. Gewonnen. Nur blaue Herzen. What the fuck? Baba's Zement has appeared in the basement. Also das, was wir gerade gesehen haben, was er sich da auf die... auf und in die Augen... gepinselt hat. Auf jeden Fall, hier geht's dann morgen weiter und bis dahin, ich bin Indiana Jones.